Jawohl, und damit ganz herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Bounty Train und ich freue mich, dass ihr damit eingeschaltet habt. Ja, dann machen wir weiter an dieser Stelle. Unser Simon hat ein Level Up, das können wir mal gleich hier noch ihm verteilen. Und da können wir auswählen. Experience plus 10%, Nahkampf-Damage plus 3 oder Morale Stand Still plus 1%. Okay, was soll das heißen? Increase Morale Stand Still Value... Minimal Moral Value by 2%. Okay, also es erhöht, glaube ich, den minimalen Moralwert, den er haben kann, um oder auf 2%. Ich glaube, das wählen wir mal. Genau. Sieht man das hier vielleicht auch irgendwo? Wo ist denn seine Moral? Er hat keine Moral. Aber schön, dass wir das trotzdem auswählen können. Ach ja, der Moral. 100. Okay, 100 von 100. Das heißt, eine minimale Moral ist aktuell bei 2. Ja, wenn er runterfällt, aus was für Gründen auch immer, wenn er stark angeschossen ist oder so, kann er immer noch eine Moral von 2 haben. Okay, gut. Wir haben letzte Folge hier unseren Anhänger dazu gekauft. Da haben wir jetzt diese Folge sozusagen ordentlich Platz, was Güter angeht, dass wir die transportieren können. Freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Was ist denn das hier hinten eigentlich? Boots Shop. Okay. Können wir irgendwelche Boots kaufen? Also ich denke mal, das sind Schuhe. Ich weiß nur noch nicht ganz wofür. Well, my boots always got the job, then maybe next time. Genau. Sagen wir es erstmal auf diese Art und Weise. Ja, und wir hatten eigentlich mal den Tipp bekommen, gleich in der ersten Folge, dass wir hier ein bisschen rumfragen könnten, in Hoffnung, dass wir hier auf unseren Bruder stoßen können. Wir schauen mal, ob die Mary was weiß. Sir, please do not stare at me that way. Okay, wir sollen sie nicht anstarren. Ja, dann tut es mir leid, sorry. Und die anderen, das sind eigentlich nur Fahrgäste hier. Genau, die wollen irgendwo anders hinfahren. Können wir zwar auch mal kurz gucken, wo wollt ihr alle hin? Pittsburgh, okay. Pittsburgh klingt interessant. Oder Detroit. Nee, Detroit haben wir noch nicht. Pittsburgh müssen wir mal schauen, ob wir dahin schon fahren können. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ja, wir könnten nach Pittsburgh fahren. Das ist möglich. Dann lassen wir hier reinschauen. Das war der Willis, oder? Genau. Der würde uns 320 dafür zahlen. Das ist jetzt nicht die Welt, aber wir gucken mal, ob wir das vielleicht erweitern können. Nach Boston, nach Pittsburgh. Das würde ja passen. Und nach Buffalo. Buffalo ist allerdings noch nicht in unserem Gebiet mit drin. Das müssen wir sozusagen erst noch, ja, erschließen. Und wir müssen halt wirklich jetzt mal anfangen, bei jedem Bahnhof uns umzuhören, dass wir mal herausfinden, wo unsere Geschwister sind, aber die mal ausfindig machen können. Ja, ansonsten hierfür würden wir $787 bekommen. Das ist schon mal eine Kleinigkeit. Ich denke mal, das werden wir auch in Anspruch nehmen. Dann wird unser nächster Weg sozusagen nach Pittsburgh führen. Okay. Nehmen wir dreimal Tobacco mit. Genau. So. Tun wir akzeptieren. Wunderbar. Was haben wir noch? Drei Weapons. Create to Boston. Okay, das sollen wir hier zurückbringen. Das wäre zwar auch eine Möglichkeit, aber da bin ich gerade nicht so sehr interessiert dran. So, wir haben jetzt aktuell Tobacco geladen. Wir gucken nochmal, was in Boston direkt hergestellt wird. Das ist, glaube ich, gar nicht so viel gewesen. Genau, das ist Tabak und was ist das hier unten? Essen und Kohle. Na gut, Kohle wird überall hergestellt, glaube ich. Also Essen und Kohle. Ne, Essen und Tabak, so rum. Und Tabak wird in Pittsburgh, warte mal, wird doch Tabak auch hergestellt. Okay. Und Essen auch. Aber wir sollen trotzdem Tabak nach Pittsburgh liefern. Erscheint mir ein bisschen unlogisch. Aber okay. Angenommen, wir wollten Tabak hier irgendwo zwischendurch mal abladen. Gibt es denn die Möglichkeit dazu? Wenn ich das richtig sehe, stellen die alle Tabak her. Ist überall Tabak. Aber zu sehr unterschiedlichen Preisen, wenn man das mal so vergleicht, oder? 8 und 12 und hier im Vergleich 4 und 6. Also ist ein New York Tabak gerade mehr wert. Essen könnten wir noch transportieren. Überlegt, was wir halt noch zusätzlich mitnehmen können. Außer den Passagieren, denen ich durchaus noch denke. Vielleicht nehmen wir hier erstmal nur den Passagier mit. Wir gucken dann mal bei der nächsten Station. Wir machen dann nochmal einen kleinen Zwischenhalt. Packen aber erstmal den Willis hier mit ein. Jupp, steigt dazu. Und dann würde ich sagen, geht's erstmal ab nach New York. So, Kohle kaufen wir ein. Mal eins weniger, wunderbar. Und dann geht's los.
Oh, da sind die Banditen gerade noch verschwunden. Habt ihr das gesehen? Da hat man Glück, dass wir jetzt hier wunderbar durchfahren konnten. So, jetzt schauen wir hier aber trotzdem nochmal in New York rein, an den Bahnsteig und gucken mal, mit wem wir hier alles sprechen können. Sir, bitte gehen Sie. Ich bin viel zu beschäftigt, um mit einem zwielichtigen Eisenbahnstallknecht wie Ihnen zu sprechen. Okay, der mag uns nicht. Vielen Dank für die pünktliche Lieferung meines Sterilisationspapiers. Ich denke mal, die meinen damit ein Verhütungsmittel. Es verkauft sich wie verrückt. Entweder denken Sie, dass es Sie sehr reich machen wird, oder was ist das Geheimnis Ihres speziellen Papiers, oder schön zu hören. Viel Glück mit Ihrem Geschäft. Ja, da fragen wir doch einfach mal. Reich? Mein Freund, es ist dabei, mich zu einer Legende zu machen. Viele Generationen werden mir dankbar sein. Ja, Sir, Gay Yeti, ich denke mal wörtlich übersetzt, der schwule Anleger, wird im Nu ein allgemein bekannter Name sein. Klingt spannend. Viel Glück für Ihre zukünftigen Bemühungen. Okay, aber der verrät uns nicht, wo unsere Brüder sind. Kann ich Ihnen helfen? Ist das wirklich unser Bruder? Das wäre cool. Walter? Ich kann es nicht glauben. Bist du nicht angeblich auf der anderen Seite des Atlantiks? Was machst du hier? Das ist tatsächlich unser Bruder, Leute. Wahnsinn! Ich bin hier, um dich über den Tod unseres Vaters aufzuklären und dir von seinem letzten Willen zu erzählen. Er wollte eine Zugstrecke bauen, die abseits der Indianerstämme verläuft. Aber sein Geschäftspartner hat andere Pläne, welche viel Indianerleben kosten wird. Ich bin mir der Situation genauestens bewusst, vor allem wie praktisch sein Tod für die anderen Anteilseigner ist. Durch seinen Tod können sie ihre Eisenbahnstrecke problemlos und doch trotz der Gefahren durch die Indianergebiete bauen. Doch was willst du machen, um sie zu stoppen? Tja, wenn wir die Mehrheit der Anteilseigner bilden können, dann wären ihre Pläne hinfällig und es käme zu keinem Blutvergießen. Deshalb habe ich nach dir und auch unseren anderen Geschwistern gesucht. Weißt du, wo sie sind? Unsere Schwester Pearl ist im Osten, während Samuel irgendwo im Westen wohnt. Michael hat es in den Süden verschlagen. Zu Hause in Pittsburgh habe ich die Briefe mit ihren Adressen liegen. Ich bringe dich dahin, ich könnte ihre die Adressen gut gebrauchen. Oder? Das liegt leider nicht auf meiner Strecke. Ich werde sie wohl selber finden müssen. Pass auf dich auf, Robert. Nee, den nehmen wir dann schon mit. Im Zug ist nicht genug Platz. Robert wurde zum Bahnsteig bewegt. Wo ist Robert Reed? Da, okay. Den können wir später sozusagen wieder einpacken. Ich hoffe, der wartet dort. Ich hoffe inständig, dass der dort wartet. Ganz, ganz inständig. Haben sich denn notfalls die Tipps hier auch irgendwo niedergesetzt? Warte mal, das ist irgendwelche Nachrichten. The First Reunion, Robert Reed Entred, arrived to Pittsburgh. Okay, das können wir hoffentlich später noch machen. Da können wir ihn demnächst wieder abholen. Müssen wir uns nur merken, der steht hier in New York und wartet auf uns. Okay, wunderbar. Dann würde ich fast sagen, dass wir nach Pittsburgh weiterreisen. Allerdings will ich nochmal kurz hier die Preise vergleichen, was wir hier noch mitnehmen können. Alkohol zum Beispiel scheint ein gutes Geschäft zu sein. Können wir für 13 einkaufen und für 22 verkaufen. Klingt wirklich sogar sehr, sehr, sehr gut. Wie sieht's mit anderen Sachen aus? Was haben wir hier noch? Das ist Öl. Öl können wir für 11 einkaufen. Und dort für 10 verkaufen. Okay. Allerdings dort für 22 verkaufen. Also sollten wir vielleicht lieber Öl mitnehmen. Dann können wir das Öl in Philadelphia rausschmeißen. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Das machen wir so. Lass mal zum Market gehen. Und lass hier mal das Öl auswählen. So, 19 von 19 kaufen wir. Wunderbar. Kostet uns 209. Müssen wir uns mal merken. Dass wir dann auch wissen, wie viel Gewinn wir gemacht haben. Und dann geht es erstmal weiter nach Philadelphia. Da kaufen wir nochmal kurz Kohle ein. So, das müsste passen. Und Travel. Ich glaube, 209 waren es jetzt. Ja, ich habe es schon fast vergessen gehabt. So. Da sind wir in Philadelphia angekommen. Wunderbar. Und dann schmeißen wir hier die Ölfässer wieder raus. Kriegen wir 418. Na, um die 200 Dollar Gewinn auf jeden Fall. Das lässt sich sehen. Das ist wunderbar. So, da können wir ja trotzdem gleich nochmal vergleichen, was es hier Schönes gibt, ob wir hier noch was mitnehmen können, was wir dann nach Pittsburgh schleppen können. So, Pittsburgh hat zum Beispiel kein Alkohol, glaube ich, ist es. Können wir hier für 18 kaufen, in Pittsburgh für 22 verkaufen. Ist jetzt nicht die Welt. Okay,
Ich glaube, wir machen das trotzdem mit dem Alkohol. Ja, ich glaube, das ist nicht verkehrt, wenn wir das so machen. Lass mal schauen. Alkohol müsste das hier sein. Genau, kaufen wir auch 19. 342 so um die Drehe war es. Und dann müssten wir das hier nach Pittsburgh bringen können. Wir kaufen kurz Kohle ein. Wunderbar. Und los geht's. So, da werden wir gleich überfallen von Indianern. Hm. 170. Das geht eigentlich noch. Das ist die erste Zahlung, die wir jetzt vornehmen in dieser Session. Deswegen, kommt, was soll's. It would be an honor to join you. Enter. You are welcome in our camp. Please come and rest or trade. Okay, das könnten wir in Angriff mal nehmen. Langfristig, aber nicht heute. Thank you, but I cannot stop right now. Skip. Wir halten hier uns schön warm. Wir wollen nicht die verärgern, aber wir wollen es auch nicht aktuell handeln. So, da sind wir in Pittsburgh angekommen. Wunderbar, dann können wir hier die Leute erstmal rausschmeißen. Zum einen den Willis. Komm, Tschüssikowski. Und dann kann das hier weg. Und hier müssen wir noch kurz Bescheid geben, dass wir das hierher gebracht haben. Wunderbar. Und wir haben den Auftrag damit auch schon erfüllt. Dann können wir hier noch zum Market gehen und können das Ganze hier noch verkaufen. So, 418. Wunderbar, da müsste unser Wagen jetzt eigentlich komplett leer sein. Jawohl, sieht gut aus. So, lass mal schauen. Warte mal, irgendwo konnten wir doch sehen. War das hier? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, wie unsere Firmenanteile gerade so sind. Aber ist erstmal egal. Okay, hier haben wir ein Level Up. Dann schauen wir mal. Range Weapon Damage. Du bist aber eigentlich ein Nahkämpfer. Hast, glaube ich, trotzdem auch irgendwo eine Waffe bei dir. Also das könnte man überlegen. Regeneration plus 0,1 oder Stärke plus 1. Ja komm, dadurch, dass du ein Nahkämpfer bist, machen wir lieber Stärke plus 1. Finde ich dann in dem Zusammenhang besser. Genau, weil du auch bei Schusswaffe hier nur dieses Gewehr dabei hast. Da bringt uns das nicht ganz so viel. Du bist mehr der Lokführer bei uns. So, wunderbar. Jetzt, wenn wir gerade zufällig halt auf unsere Brüder dort gestoßen sind oder auf unseren Bruder, will ich jetzt einfach auch mal gucken. Unsere Geschwister sind Samuel, Michael und Pearl. Das heißt, wenn wir hier die Leute dementsprechend mal zufällig rumstehen sehen, müssen wir halt mal darauf achten, dass wir die auch ansprechen, weil darauf habe ich bisher noch nicht einmal geachtet. Es war auch echtes Glück eigentlich mit unserem Roboter, dass das so gut funktioniert hat. So, lass mal erstmal schauen, was wir hier noch machen können. Hier sollen wir 3 Fässer Öl nach Boston bringen. Boston würde definitiv auf dem Weg liegen, deswegen nehmen wir das auch an. Und hier sollen wir was zurück nach Pittsburgh bringen. Okay, das bringt uns also nicht ganz so viel. Das lassen wir schön sein. So, ich glaube, der Bennett, wir schauen ihn mal an. Lass mich in Ruhe, ich bin in Schwierigkeiten und ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskomme. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, Sir. Tut mir leid, sorry. Okay. Nee, den sprechen wir nicht an. Ich suche ja eigentlich Leute, die wir irgendwo hin mitnehmen können. Cincinnati ist, glaube ich, noch nicht auf unserer Route. Chicago auch nicht. Und wo willst du hin? Indianapolis auch nicht. Sehr schade. Also können wir keinen von euch mitnehmen. Ist halb so schlimm. Wir vergleichen nochmal ganz kurz die Preise, wie es aussieht. Wo wir was noch mit hin transportieren können. Ihr stellt auf jeden Fall Waffen her für 25 und hier für 35. Okay, dann könnten wir uns hier mit Waffen eindecken. Ich glaube, das machen wir auch mal umgehend. So, lass mal gucken. 19 von 19, haut hin, 475 bezahlen wir dafür und reisen jetzt rüber erstmal nach Philadelphia. Jawohl, und los geht's. So, ich hoffe, die Indianer halten uns jetzt nicht schon wieder an. Wir haben die ja gerade erst bezahlt. Mal schauen, was sie wollen. Okay, I don't want any trouble. Jetzt sollen wir auf einmal 220 zahlen, seid ihr noch normal? Das ist ja der Profit, den wir gerade mal durch die Waffen machen vielleicht. Na gut, zahlen wir. Wir verdienen ja trotzdem Geld, so ist es ja noch nicht. Und dadurch steigt aber auch unsere Reputation, was auch nicht so verkehrt ist. Von daher müsste schon alles soweit passen. So, die verkaufen wir hier wieder für 665. Das ist, glaube ich, so ungefähr das als an Gewinn, was wir gemacht haben, was wir jetzt an die Indianer bezahlt haben. So, lass mal schauen. Unser Bruder Robert wartet in New York.
Das heißt, wir können jetzt hier mal gucken, ob jemand von den Fahrgästen hier zufällig nach New York will. Nein, der will nach Washington. Und du willst nach New York. Na wunderbar, dann nehmen wir dich mit. Jo, steig ein. Ansonsten können wir hier nochmal reinschauen, ob hier noch was auf dem Weg nach New York oder irgendwo in die Richtung zumindest ist. Indianapolis? Nein. Auch Indianapolis? Auch nein. Okay. Nee, nach Indianapolis wollen wir nicht. Dann lass nochmal hier die Preise vergleichen. So, was stellt ihr denn hier her? Das ist Cotton, okay. Cotton könnten wir hier für 6 Dollar kaufen und für 10 verkaufen. Würden 4 Gewinn sein. Also es geht so. Ist jetzt nicht so berauschend, aber ist schon in Ordnung. Ja, besser als nix, oder? Besser als nix. Komm, lass mal Cotton kaufen. Genau, 19 davon rein. Wunderbar. Und dann bitte einmal nach New York, Kohle kaufen und los geht's. 320, Mensch, die werden ja immer unverschämter. Das ist ganz schön teuer jetzt. 320 finde ich teuer. Aber noch zahlen wir, noch zahlen wir. Solange wir noch die Kohle dafür haben, dann zahlen wir auch noch. Denn ich will mal herausfinden, einfach was es halt für Vorteile hat, wenn wir mit den Leuten dort dementsprechend halt reden und quatschen. Und die halt immer wieder bezahlen. Vielleicht bringt das ja uns langfristig irgendwelche Vorteile. Wenn wir die dann auf unserer Seite haben, in Anführungsstrichen. So, das wollen wir verkaufen. Das Öl, wo sollte das Öl eigentlich hin? Nach Boston. Okay, Boston liegt noch auf dem Weg. Das haben wir fertig. Wunderbar. Dann können wir hier erstmal wieder zurückgehen. Robert steigt mit dazu. Robert. Well, make our way to Pittsburgh City soon enough. Ja, steig ein, Robert. Ah, okay, jetzt können wir ihn einpacken. Wunderbar, Robert ist mit an Bord. Und ansonsten können wir ja trotzdem noch mal kurz nebenbei gucken. Unsere Geschwister Samuel, Pearl und Michael. Samuel, Pearl und Michael. Nicht mit dabei. Okay, kein Problem. Gut, wir sind jetzt, glaube ich, der nächste Halt wäre Boston, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wunderbar. Wir gucken jetzt hier trotzdem erst nochmal in die City Hall. Dann nehmen wir die Ölfässer mit. Vielleicht gibt es hier nochmal was in dieser Richtung. Deliver 7 Oil Barrels to Boston. Das würde auch ganz gut passen. Ich glaube, das nehmen wir auch einfach mal mit an. So, da haben wir noch 12 Platz. Wunderbar. Louisville waren wir noch nicht. Louisville nochmal. Indianapolis waren wir noch nicht. Detroit kommen wir auch nicht hin. Nein. Also liegt sonst nichts weiter auf dem Weg. Dann können wir jetzt höchstens nochmal die Preise vergleichen. Also was stellt New York her? New York stellt, glaube ich, Waffen her. Nee. New York stellt keine Waffen her. Alkohol auf jeden Fall. Das ist aber ein guter Preis, wenn ich das richtig sehe. Guck mal, wir können ja Alkohol für 13 kaufen und für 32 verkaufen. Das ist ein Hammerpreis. Warte mal, das machen wir. Alkohol. Sag mal, hier, komm mit. Komplett, genau 156. Und dann gucken wir mal, was wir da an Gewinn machen. Ich glaube auf jeden Fall einiges. So, dann leg mal los. Jawohl. Okay, ihr wollt auch immer mehr. Aber noch zahlen wir. So, dann lass mal gucken, was wir jetzt hier für den Alkohol kriegen. Das muss ja einiges sein. Das ist ja der Hammer. 384. Naja, fast verdoppelt auf jeden Fall. Und ansonsten hier sollten wir einiges hinbringen. Genau. Hier müssen wir erstmal reinschauen in die City Hall. Das haben wir abgegeben. Wunderbar. Und das sollen wir auch noch mit abgeben. Und damit haben wir jetzt schon über 4000 Dollar. So, wunderbar. Robert will noch nach Pittsburgh. Wir gucken hier einfach nochmal rein, ob es jetzt hier noch neue Aufträge gibt, die uns vielleicht nach Pittsburgh sogar führen werden. Ne, hier sollen wir was nach Boston bringen. Also zurückbringen sozusagen. Weapons und Steel. Was kriegen wir für den Stahl? 778. Das ist gut. Und ich glaube, Stahl gibt es in... wie heißt es? Wo muss man hin? Pittsburgh? Oder ist das wirklich Pittsburgh, wo wir hin müssen? Ach Mist, dann hatte ich das verwechselt. Ich dachte, wir müssen nach Portland. Aber wir müssen ja genau in die andere Richtung. Das ist nicht gut.